MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Achtung, dieses Video enthält Flüche, Beleidigungen, Unfug und Emotionen. Wer ein perfekt gespieltes Spiel erwartet, wird wahrscheinlich enttäuscht werden und sollte jetzt abschalten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Videobeschreibung oder fragen Sie den YouTuber über die Kommentarfunktion. Hallo Leute, oder soll ich besser gesagt sagen, hallo Leute, herzlich willkommen bei einem angespielt, einem ganz neuen Projekt hier auf diesem Kanal. Ob es wirklich ein Projekt wird, das steht ja jetzt noch im Raum, das wird sich erst noch zeigen. Das wird vor allem das Spiel zeigen, denn ich habe keine Ahnung, auf was ich mich hier eigentlich einlasse. Ich kann euch nur sagen, das Spiel heißt Manowar Corsair. Und ist, glaube ich, in einer Beta-Phase. Ich habe es zur Verfügung gestellt bekommen von grabsthegames.com. Ich werde eine Verlinkung noch in die Videobeschreibung packen. Und nochmal, ich habe wirklich keine Ahnung, bis auf ein paar Screenshots und einem Video auf Steam habe ich relativ wenig gesehen. Und selbst das war kein Gameplay-Video, sondern so ein Trailer-Video. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier auf Campaign und machen New Game. Ja, seht ihr, nicht mal Continue. Also ich habe wirklich nichts gemacht, außer die Options natürlich. Audio runtergestellt. Das Übliche. So, Jameson. Ja, das ist hier der Gotti, ist das. Der Gotti. So, also, was? Okay, das gibt es also noch nicht. Aber wir könnten uns als Frau machen. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Wir sind Gotti, der versoffene Kapitän von, was nehmen wir denn? Regular. Where most had to scrape and crawl just to survive, fortune smiled upon you in amazing ways. Okay, vielleicht nicht ganz so. Also irgendwie das Glück lächelt in unglaubliche Wege auf uns und coins seem to fall into your hands when you, also Geld fällt in meine Hände, wenn wir es auch immer brauchen. Nachdem wir ein Schiff gewonnen haben, heißt es, Game of your card, you were given perfect opportunity to expand your horizon and try to bla 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 damage ship areas reserve bla 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 bla. Wir spielen normal, komm. The Revenge, das ist der Schiffname. Nein, wir nennen unser Schiff The. Warum eigentlich The die ganze Zeit? Ich will es nicht The nennen. Es soll nicht The heißen. Wir nennen es mal pass auf, hier für den Emu, the Emu Kuta. Ja, Emu Kuta finde ich gut. So, unser Segel. Oh, guck mal, hier gibt es immerhin schon ein bisschen Auswahl. Ah, das sieht. Komisch. Victory or Death. Ja, das ist eigentlich meine Lebensdevise. Deshalb passt das schon. Der Emu Kuta. Ja, Emu Kuta ist unterwegs. So. Ja, was sehen wir denn hier auf dem Bild? Ein Typ mit der Augenklappe und einer Knarre, ein Zwerg mit einer Flinte, oder kniet er? Nee, der kniet. Okay, ein Typ mit einer Pistole. Rechts seht ihr noch einen Ork, oder? Ein grüner Ork mit einem Schwert in der Hand. Ja. Ich bin gespannt. Muss ich eigentlich aus RP-Gründen jetzt hier, oder soll ich, ist das gewünscht, dass ich die ganze Zeit rede wie ein Pirat? Reden Piraten so? Das klang jetzt ein bisschen komisch. Was sagen Piraten so den ganzen Tag? Oder haben gesagt? Nein, gibt's ja immer. Oh, stopp, hier. Also, der Emu Kuta ist auf dem Weg zum Hafen des Norden. Ah ja. Winter is coming. Captain, it's no good. Ja. We're gonna make it. Those ja. Damn green skins are gonna cut us oh, off. Oh, grün heute. Habe ich das Spiel nicht auf Deutsch letztens gehabt, das Menü und alles? There'll be a squadron of Empire ships incoming. Ich bin gerade am Überlegen. Hard and fast.
Orks. Oh, guck mal, jetzt kann ich auch was machen. Look around. Ja, das kriege ich noch hin. Links, rechts, links, rechts. Wartet mal bitte ganz kurz. Hier denke ich mal nicht. Nee. Nee, das habe ich wohl geträumt. Das, Okay, na klar, sicher. Hold G. So. Ja, okay, haben wir. Ey. Ja. Ja. Nee. Fire. Ah, nicht so schlecht. Nicht so schlecht, ne? Der trifft mich. Aha. Komm grad nach. Ja, den weichen wir aber mal hier aus. Oh, das ist schon, das Ding ist schon durch. 0 Tonnen in Hold. Oh, jetzt dürfen wir wieder. Hoi. Aim Fire. Okay. Ja, geh mal weg. Ich hab's verstanden. Alles gut. Naja, okay. Jetzt geben wir also. Wenn das mal hier, ne? Aha. Ach, der ist nicht durchgegangen. Schade. Haha. Ja, so ein bisschen, das hatte ich gelesen, so ein bisschen eine Mischung aus Mount and Blade und Pam. Harrr, ihr Narren. So, was nun? Switch-Tage. Okay, was haben wir denn hier? Da. Da ist noch ein Target. Okay, mit der Maus kann ich das also auch nehmen. Oh, der geht tief. Ja, der trifft aber, trifft aber. Oh ja. Ich glaube, da hinten ist noch was versteckt. Ja, immer so einfach hier. Yay. Haben wir gar nichts getroffen. Aber irgendjemand anders schießt hier gerade hinter uns. Oh ja. Der hat gesessen. Der hat ordentlich Zunder. Und da brennen die Schweine. So. Hier, ich glaube, das sind unsere Kollegen hier. The Running Hind, Felix the Deserter. Shipspeed. Wo haben wir es? Ach, da rechts unten. Okay. Und wo soll ich hin? Das ist das Einzige, was auf dem Kompass. Ne, da hinten. Okay. Entschuldigung. Okay, der Wind scheint also von hinten zu kommen. Ein lustiges Spiel. Oder was denkt ihr?
Was ist denn da los? Soll ich da jetzt überhaupt hin? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich sehe jetzt auch relativ wenig. Tie off those ropes. Eigentlich nicht, ne? Return to the Norden? Oder ist der Hafen, heißt der Norden? Bring the ship into dock. We'll go visit the governor. Nee, ich glaube, wir haben schon alles richtig gemacht. Weiß jetzt nicht, wo der Hafen sein soll. Oh, jetzt weiß ich. Ah, da passe ich doch niemals durch. Wir versuchen es. Nein, kein Krieg mit denen. Alles gut. Ja, jetzt habe ich hier gelb. Jetzt habe ich es begriffen. Also der Wind ist hier immer im grünen Bereich. Dann sind wir auch gut schnell. Also ich werde ich jetzt da durchfahren? Niemals. Ja, das muss passen hier. So. Excellent work on those orcs, Captain Godilp. Also thank you. Take this gold. Ah, das höre ich gerne. Das höre ich gerne. And if you should ever need further employment, yeah, pay me a visit. Okay. Das ist übrigens Baron Ottmar. Ne? Nur damit ihr es wisst. I may be able to help you in your... Das habe ich keine Ahnung. Das kenne ich nicht. Da muss ich mal meine Vokabeln üben. I've also instructed the shipwrights to mend any damage to your vessel. Also, er hat die Anweisung gegeben, dass, ich denke mal, der Schaden an unserem Boot repariert wird, an Shipwright, also an der Werft, sage ich jetzt mal. Endeavors, keine Ahnung. Schauen wir mal. Captain's Mate, these waters are getting dangerous. Also, diese Gewässer fangen an, gefährlich zu werden. Wir benötigen ein bisschen mehr Firepower, also ein bisschen mehr Schusskraft. Ein guter Scharfschütze wäre kein Fehler, wäre eine gute Idee, wäre ja eher kein Fehler. Received 7000 Goldkronen. Okay, und jetzt sind wir hier im Stadtmenü. Tip, additional crew members may be hired while docked in port. Ich soll auf Docks gehen. Recruit Crew und dann können wir tatsächlich hier normale Leute anscheinend, aber auch einen Scharfschützen anheuern. Und das tun wir jetzt mal. Bin gespannt, wie sich das dann äußert. Back. Und dann auf das Market. Und natürlich benötigen unsere Leute Futter. Und deshalb kaufen wir mal hier Food. Wir werden hier gerade tutorialmäßig natürlich ein bisschen durch das Ganze hier durchgeführt. So, wo ist jetzt unser Sharpshooter? Oh, okay. M ist Map. Ja, Map. Your ship. Scroll around the movement hotkeys. Arengrad. Crew. Arengrad. Scroll around. Okay, ja, können wir. Ui. Hat so ein bisschen auch was von, auf den ersten Blick von Pirates, oder? The map shows you the ports of every nation in the old world. Once you start visiting them, we can find out what goods are trading. Also, ja, in der Tat ein bisschen handeln. Ja, close the map mit M. Tutorial, view the map. Ja, haben wir ja schon. Sail to Uregrad. Also, wir sollen nach Osten. Und es ist auch markiert. Also, es ist da hinten, glaube ich, markiert. We need more cordage. Okay. Z. X ist der Bootsmann. Das bin immer auch ich. Okay, ich verstehe. So, und das ist unser Scharfschütze. Tatsächlich.
cool. Mit Mausrad scrollt man rein und raus. Also das ist mal wirklich ein Scharfschütze. Wow. Nicht schlecht, okay. Die aktuelle Zeit. Wir switchen mal wieder hier. Die müssen nochmal switchen, damit wir wieder am Boot sind. Aktuelle Zeit, Day, Increase Time, Decrease. Nein, das wollen wir ja gar nicht. Ja, danke für diesen Tipp, aber wollen wir ja gar nicht. Lass uns in Ruhe. Ja, verlangsamen können wir auch. So, einfache Geschwindigkeit. Also ich muss bis hierhin wirklich sagen, if you find you need to sail up und... Ja, machen wir gerade. Achso, nee, wir sind nicht Gegenwind. Wir haben hier Rückenwind. Wir sind, ne, unten rechts seht ihr 39 Knoten. Das ist schon heiß. Also wir sind da wirklich im grünen Bereich und ich muss gerade echt gestehen, dass das Spiel in den ersten Minuten tatsächlich von den Ideen, die mir durch den Kopf spielen. Was sagt er? Von den Sachen, die hoffentlich implementiert sind im Spiel. Also wenn es so eine Mischung aus Warbound Mountain Blade, genau, ja, Warbound. Wollt ihr mich verarschen? Habt ihr das gesehen? Leck mich am Arsch. Habt ihr das gesehen? Ha, ey Leute, habt ihr das gerade gesehen? Ey, ich... Scheiße hier gerade ein bisschen in die Buchse. Da ist die Sau. Wo ist er? Bin jetzt auf den Sniper geswitcht. Wo ist die Sau? Da ist er. Lass den Captain wieder ran. Das Miststück. Tötungssau. Alter Vater. Was geht denn hier ab? Er leckt mich am Popo. Unfassbar! Was ist denn das für ein Spiel? Junge! Ich sehe ihn da hinten in der Bucht. Aber ich glaube, das klappt so nicht. Wir werden jetzt einen Turn machen. Da hinten ist er. Boah, er ist wieder da! Dieses Miststück, ja, leck mich am Popo. Schießt ihn ab. Schießt ihn tot. Er hat nicht mehr viel. Er ist tot. So, du Stück Scheiße. Wow. Okay, jetzt können wir auch mit dem steuern. Ey, es ist ja unglaublich, oder? Was hier abgeht. Wo sieht man den? Ah, okay. Links unten ist unser Schiffzustand. Wir haben durchaus kassiert. Jetzt wird es auch noch mit nebelig. Alter, was ist das für ein geiles Game? Ja, durch den Nebel möchte ich jetzt nicht noch fahren. Early in the morning.
Hey ho, hey ho, nee, ab, ab. Was will er? Er sollte aufhören, einfach hier blöde rumzuschreien, finde ich. Wenn es keinen Sinn ergibt. Ah, okay. Und was haben wir hier? Also bitte nicht nochmal so ein Hai. Oder ein, wie hieß es, Megalodon oder... Lay off the rum. Also eine Mischung aus, da war ich stehen geblieben, aus Mount and Blade und Pirates und keine Ahnung, Warhammer. Wäre schon ziemlich fett. Also, ja. Wie ist das eigentlich? Haben wir hier zwei Städte? Ja, wir haben zwei Schnee. Dock, Dock. Also eigentlich irrelevant. Wir legen mal Backbord an. Ich hoffe, ich mache es jetzt nicht falsch. Backbord ist doch links. Steuerbord müsste rechts sein. Jeder, der jetzt gerade hier guckt, welche Position das Steuerrad hat. Ja, habe ich auch geguckt. Daran können wir es nicht erkennen. Ich glaube, es ist... Jumped overboard after I tried a few sea shanties. Backbord müsste links sein. Indiana Ehrenwort. Hey, oh, Apsi. 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 Risen? Nein, Apsi. So, wir docken an und gehen auf den Markt und sollen hier das Food verkaufen. Also auch Handelselemente. Es ist way, Freunde, Alter. Es ist unglaublich. Was haben wir hier eigentlich noch? Gold, Silber, Zinn, Waffen, Edelsteine, Wein, Rum, Textilien, Kohle, Holz, Gewürze und natürlich Food. Wow, Shipyard, genau. Repair Ship, ja. Das war ein bisschen gemein von dem Hai. What shall we do now? Hey, what shall we do with it? We can get plenty of work in the ports, side with the Empire or Britannia, hunt down pirates or trade goods for profit. Profit. Wir können Piraten jagen oder uns auf Handel spezialisieren. Wenn wir genug verdient haben, achso, können wir ja quasi in Rente gehen oder uns, wir können retiren und können, und er kann sich dieses Haus auf dem Hügel im Norden kaufen. Glaube mir, es wird dazu nie kommen. So, jetzt ist also anscheinend das Menü, sag ich mal, durchlebt. Was haben wir denn hier? Hangendorf has apparently had a surplus of timber lately. Perhaps a savvy trader could take advantage of the high supply. Hagendorf, das wird wohl Surplus, ist das ein Überschuss? Ist mir jetzt erstmal egal, ich will gar nicht an. Ach so, das ist das schon. Okay, hier am Notizboard, Ship Hunt, Ship Race, Ship Escort. Something rotten in Keesliff. Ja, Schiffjagd, warum nicht? So, Wise Woman's Lodge, ah ja. Bounties, natürlich, guck mal hier. Pirate, oh, der hat keine Schiffe, wie soll man denn hier, die haben alle keine Schiffe. Da können wir auch kein Bounty einsammeln. Schade. Ah, wir haben übrigens 1800 Gold. Mhm. Also da muss ich mich noch durchwühlen. Ja, Markt waren wir schon. Chipyard, genau. Was haben wir denn noch hier so? Warenhaus. Haben wir nichts. Schade. Crew Recruiten. Was ist er denn für einer? Ein Volkwin? Ein Magier oder wie? Chillbones and Living Mire. Abshooter on board. Achso, den haben wir schon. Ja, Crew, füllen wir wieder auf. Den können wir nicht, haben wir nicht genug Cash. Aber durchaus nicht uninteressant. Handwaffen, ja. Oh, guck mal. Ach, leck mich doch einer am Popo. Na, wir haben sogar ein Schwert. Das ist ja geil. Ein Long Rifle. Hochland Long Rifle. Also, das ist natürlich zu teuer für uns.
Könnte auch nur der Captain anscheinend tragen. Anscheinend auch magische Items. Also ich bin gerade etwas geflasht, muss ich ganz ehrlich sagen. Refit. Aha. Ja, Cargo. Ich glaube, hier können wir ein bisschen unser Schiff pimpen. Beziehungsweise wir können es natürlich nicht, denn wir sind arm wie Bolle. Was haben wir denn hier? Was kosten denn so? Guck mal hier, ein Great Ship, 150.000. Ein Wolfschiff, 100.000. Ist natürlich eine Kriegsgaleere. Ist natürlich die Frage, gibt es in anderen Städten auch andere Schiffe? Dann wäre mein Glück ja beinahe perfekt. Oh, hier war nichts, genau. Oh, hat der ein U-Boot oder bin ich doof? Ja, der Zwergenkapitän Blackbeard, also Schwarzbart, kommandiert The Black Gulf. Ein Nautilus, ja, ein U-Boot. Alter. Aber er hat noch nie von uns gehört, also wird er auch nicht mit uns arbeiten oder für uns arbeiten. Das ist ja krass, das ist... Ich will auch ein U-Boot, Freunde. Ulki-Geschichte. So. Alles klar, das muss aber jetzt erstmal reichen. Auch wenn ich jetzt gerade total gehypt bin, ich hoffe ihr auch. Geiles Spiel bis hierhin. Ich bin gespannt, ob es diese ganzen Möglichkeiten, die sich bei mir im Kopf schon gebildet haben, ob es davon auch tatsächlich einige gibt, die hier erfüllt werden. Das wäre ziemlich nice. Also muss ich mal ganz klar an dieser Sache, an dieser Stelle sagen. Bis hierhin war es auf jeden Fall schon mal extrem funny. Freunde. Schreibt mir in die Kommentare, was euer Ersteindruck ist, ob ihr das Spiel kennt und es irgendwie schon auf eurer Beobachtungsliste ist, auf eurer Wunschliste in Steam oder ob ihr gerade genauso überrascht seid, was das hier für eine, unter Umständen für eine Perle sein könnte, die wir hier gefunden haben. Und ob ihr da auch schon noch nie drüber gehört habt und so weiter und so fort. Schreibt einfach ein bisschen was in die Kommentare. Ich bin gespannt und ja, unter Umständen machen wir da wirklich eine ganze Serie raus. Das hängt natürlich von eurem Feedback ab. Danke fürs Zusehen. Bis vielleicht zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Harr!